Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Wir haben es geschafft, den Drachen zu entkommen, nicht geköpft zu werden. Und ja, werden wir erstmal dem guten Mann hier folgen. Wir hatten auch eine Quest. Ein Tier, ist es ein nettes Tier? Ist es ein liebes Tier? Ich glaube, es ist ein liebes Tier. Oh, ist das schön. Hallo, Tier. Überall Blümchen. Ah. Bergblumen. Ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch den Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Aha. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Schließ dich dem Aufstand der Sturmmäntel an. Disteln erstmal ein bisschen was hier looten und sammeln. Was ist denn hier alles? Da ist bestimmt schöne Kräutermedizin herstellen, wa? Voll viel, ey. Voll krass. Falkenring. Iva Stadt. Iva? Aha. Das ist das Erdsturzhügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Man gewöhnt sich wohl daran. Was hat es denn damit auf sich? Sieht halt nicht so schön aus, aber ansonsten finde ich es hier sehr schön. Hier kann man schon hinziehen. Blumen. Glaubt ihr, dass der Drache immer noch hier irgendwo herumfliegt? Warum solltet ihr hingerichtet werden? Das wisst ihr wirklich nicht. Das war Ulfric Sturmmantel höchstpersönlich. Okay. Ich achte nicht so auf aktuelle Ereignisse. Oh ja, Ulfric Sturmmantel. Ich achte nicht, aber ja. Ach richtig. Es hieß, man habe euch beim Überqueren der Grenze gefangen genommen. Dennoch überrascht es mich, dass ihr noch nicht von Ulfric gehört habt. Er ist unser Anführer. Der Anführer der Sturmmäntel. Aha. Wer sind die Sturmmäntel? Selbst da unten in Cirodi-Il müsstet ihr doch von dem Krieg in Himmelsrand gehört haben. Wir Nord haben es satt, unser Blut zu vergießen, um die Schlachten des Kaiserreichs zu schlagen und die Dekadenz des Kaiserreichs mit unseren Steuern zu finanzieren. Ulfric ist unser rechtmäßiger Großkönig. Er führt den Kampf an, um das Kaiserreich ein für alle Mal aus Himmelsrand zu vertreiben. Mhm. Wie seid ihr zu kaiserlichen Gefangenen geworden? Ich war Ulfrics Leibwache zugeteilt. Wir waren unterwegs nach Dunkelwasserkreuzung, im Süden von Ostmarsch. Die Kaiserlichen haben uns schon erwartet. Ein schön eingefädelter Hinterhalt. Wir waren mindestens 5:1 in der Unterzahl. Ulfric befahl uns, den Kampf einzustellen. Wollte wohl nicht, dass wir alle umsonst sterben. Ich dachte, sie würden uns südwärts bringen, nach Cyrodiil. Uns vor dem Kaiser zur Schau stellen. Aber dann haben wir in Helgen Halt gemacht und den Rest kennt ihr ja. Mhm. War dieser Drache auf eurer Seite? Was? Wohl kaum. Selbst Ulfric könnte sich keinen Drachen aus dem Ärmel zaubern. Hat gerade rechtzeitig angegriffen, was? Ich kann gut darauf verzichten, dass der kaiserliche Henker mir eine Rasur verpasst. Hm. Ihr meint wirklich, ich sollte mich Ulfric Sturmmantel anschließen? Und ob. Man muss kein Nord sein, um für Himmelsrands Freiheit zu kämpfen. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachens bedeutet, dann Ulfric. Mhm. Meint ihr, Ulfric weiß, woher dieser Drache gekommen ist? Hm. Vielleicht nicht. Drachen wurden in Himmelsrand schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesichtet. Aber wo auch immer dieser Drache herkommt und was auch immer er will, Ulfric wird der Sache auf den Grund gehen. Darauf könnt ihr euch verlassen.
Außerdem habt ihr jetzt selbst eine Rechnung mit dem Kaiserreich zu begleichen. Und mit diesem Drachen. Ihr habt gut gesprochen. Vielleicht werde ich nach Windhelm gehen. Das will ich hoffen. Himmelsrand braucht Leute wie euch, die für seine Freiheit kämpfen. Kommt, wir sollten uns beeilen. Okay. Wie sehe ich eigentlich aus? Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst. Oh, warte, ich muss mir erstmal kurz diese Kulisse angucken. Oh, ich mag das. Ich find's schön hier. Dieses Licht und das blaue Wasser. Und, schön. Aktivieren, der Magierstein. Aktivieren, der Diebesstein. Aktivieren, der Kriegerstein. Ich bin immer so eine Magietante. Wer unter dem Zeichen des Magiers steht, lernt alle Zauberfertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Das nehme ich. Magier, hm? Ja. Tja, über Geschmack lässt sich streiten. Ich maße mir da kein Urteil an. Ich auch hoffe nur. So. Auf geht's. Oh, ist das schön, ey. Hallo. Freu mich. Denkt daran, das hier ist kein Sturmmantelgebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Okay. Falls wir auf kaiserliche Truppen stoßen, überlasst du das Reden mir. Verstanden? Okay. Oh. Oh. Und das Wölfe? Oh ja. Oh ja. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast in Flusswald. Okay. Schön, schön. Hat gedonnert oder was? Flusswald entdeckt. Hallo, ihr Flusswälder. Anscheinend weiß hier noch niemand, was passiert ist. Kommt. Gerdur arbeitet vermutlich gerade in ihrer Säge. Ich habe einen Drachen gesehen. Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Ich habe irgendwie meine Tastatur falsch hier eingestellt. Ich muss jetzt immer Caps Lock anmachen, damit die läuft. Gerdur! Bruder, bei Maras Gnade. Es ist schön, euch zu sehen. Aber schwebt ihr hier nicht in Gefahr? Wir haben gehört, dass sie Ulfric geschnappt haben. Seid ihr ein Zauberer oder sowas? Gerdur, mir geht es gut. Jetzt zumindest. Seid ihr verletzt? Was ist passiert? Und wer ist das hier? Eine eurer Kameraden? Noch kein Kamerad, aber eine Freundin. Ja. Ich verdanke ihr sogar mein Leben. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen werden. Helgen? Ist etwas passiert? Ihr habt recht. Folgt mir. Warum guckt er mich die ganze Zeit an? Gott, kommt doch mal kurz her. Ich brauche eure Hilfe. Was ist, gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Hod, kommt bitte mal her. Ranov, was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Huh.
fühle mich so klein, aber es ist wie in Real Life, ne? Ja, bin ich auch klein. Hab ja erstmal ein paar Blümchen geklaut. Onkel Ralo, zeigt ihr mir eure Axt? Wie viele Kaiserliche habt ihr getötet? Kennt ihr wirklich Ulfric Stormmantel? Seid still, Frodner. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eure Spielchen. Geht und behaltet die Straße nach Süden im Auge. Sagt uns Bescheid, wenn kaiserliche Soldaten im Anmarsch sein sollten. Och Mama, ich will noch hier bleiben und mit Onkel Ralof reden. Hört auf eure Mutter, Junge. Der Hund. Schau mal einer an. Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann. Bald werdet ihr euch selbst am Kampf beteiligen. Ganz richtig. Keine Angst, Onkel Ralof. Ich passe schon auf, dass ich keine Soldaten an euch heranschleichen. Also, Ralof, was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Wo soll ich anfangen? Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet hat. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge. Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts, griff ein Drache an. Doch nicht etwa ein richtiger, lebender... Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straßen nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Oh je. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Ein Freund von Ralof ist auch mein Freund. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Sehr schön. Cool. Was? Hä? Oh, wo habe ich das denn aufgesammelt? Hä? Nehmen. Das ist überhaupt mein. Hä, wo habe ich die Sachen her? Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Nehmen lieber für mal nichts. Alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon... Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Danke, Schwester. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst, aber... Ist sonst noch jemand entkommen? Hat Ulfric... Keine Angst. Ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Es braucht schon mehr als nur einen Drachen, um Ulfric Sturmmantel zu stoppen. Ich werde sie ins Haus bringen und ihnen zeigen, wo alles ist. Ihr meint wohl, ihnen helfen, unseren Met zu trinken. Hehe. Viel Glück, Bruder. Nehme ich. Wir sehen uns später. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich weiß, wie man sich bedeckt hält. Vielen Dank. Danke sehr. Warte, der will mich ins Haus bringen hier? Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Total nett, deine Schwester. Da grinst er. Echt eine Nette, du. Wird auch schon langsam Abend, wa? Der große Hund. Hey du. Hallo. Hehe. Oh, bist du aber ein braver Hundi.
Ja, fein. Okay. Hier ist das Haus, oder was? Ich hoffe, euch in Windhelm zu sehen. Viel Glück. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte mich aber erstmal hier umgucken. Ob ich jetzt da... Oh, es ist schon ziemlich duster. Gerne, komm schon raus. So, wir gucken jetzt ganz kurz erstmal, obwohl... Ach komm, wir übernachten jetzt erstmal hier. Und am nächsten Morgen werden wir dann mal schauen, dass wir irgendwie erstmal ein paar Sachen verkauft kriegen. Und erstmal mit den Leuten hier sprechen. Moose! Hallo? Hallo? Otz und Gerdurs Haus. War das ihr Mann? Der Typ? Hola! Fühlt euch wie zu Hause. Echt? Cool. Kann ich alles mitnehmen, oder was? Boah. Ich hab doch noch einen Wein. Warte mal. Kann ich mich da hinsetzen irgendwo? Ach, cool. Ja, mega. Trinke ich mir erstmal meinen Wein. Hä? Hätte ich den nicht mitgenommen? Da. Mmh. Erstmal lecker Wein getrunken. Hm? Gönn dir, gönn dir. Kämpft wacker oder sterbt. Mhm. Haltet die Augen offen. Wie komme ich von hier nach Weißlau? Haltet euch einfach nordwärts. Ihr könnt es nicht verfehlen. Es ist die Hauptstadt des Fürstentums Weißlauf. Jarl Balgruuf hat sich immer noch nicht für eine Seite entschieden, also solltet ihr unterwegs zumindest keinen Kaiserlichen begegnen. Mhm. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Ich werde eine Weile hier oben bleiben, ehe ich nach Windhelm aufbreche. Mhm. Seid vorsichtig. Mach ich, mach ich. Vielen Dank. Ihr habt also einen Drachen gesehen, ja? Oh ja. Sagt, wie sah er denn aus? So groß wie ein Haus? Noch viel größer, so groß wie das Gasthaus. Vielleicht werdet ihr bald selbst einen zu Gesicht bekommen. Helgen ist nicht weit. Boah, voll gemein. Hoffentlich nicht. Unglaublich. Das muss ein unvergesslicher Anblick sein. Nicht, dass ich wirklich einen sehen wollte, wisst ihr? Ich hoffe, dieser Drache bleibt weit weg von hier. Hm. Hoffe ich auch. Euch. Ein Buch. Olaf und der Drache. Ich nehme das mal mit. Ziegenkäse. Was ist eigentlich, wenn ich das esse? Achso, das sind einfach nur Zutaten. Essen. Warte, ich esse mal ein Stück. Hier passiert nichts. Dann nehme ich den großen Käse. Ich hoffe, euch in Windhelm zu sehen. Viel Glück. Ja, ja. So, ich soll mich wie... Ups. Zu Hause fühlen. Hat die noch eine Tochter? Aha. Schwarze Robe. Ja, gut, die. Das bringt mir ja nichts, ne? Rüstungswert. Wieso steht nicht Minus und so? Nimm das mal mit. Von Fiori und Holgier? Verfasser unbekannt. Ja, das nehmen wir einfach auch mal mit. Ein Kopftuch. Was habe ich denn jetzt hier? Warte mal. Okay. Nee. Wir verkaufen das gleich alles. Komm, das nehmen wir auch noch mit. Da liegt Geld, oder? Plus eiserner Topf. Freue ich. Geldbeutel. Oh. Fühlt euch wie zu Hause. Das mache ich. Es ist kein Stehlen. Ich soll mich wie zu Hause fühlen. Zack.
Oh, hier noch ein Buch. Lesen. Ich dachte, wir können das irgendwann mal in Ruhe vielleicht alles lesen, aber jetzt sprengt es den Rahmen. So, habe ich genug hier entwendet? Kann ich noch mit dir reden? Lukan drüben im Flusswaldhandelskontor sagt, dass Diebe in seinen Laden eingebrochen sind. Seltsamerweise scheinen sie kaum etwas mitgenommen zu haben. Aha. Habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Ach so. Ach krass. Okay. Im angemessenen... Kann ich alles mitnehmen jetzt? Ja, okay. Ach komm, das Bier. Huch. Huch. Gestohlen. Was? Was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf? Ich möchte ja nicht respektlos erscheinen. Schließlich hat er sich in Weißlauf jahrelang als guter Herrscher erwiesen. Aber jetzt scheint er überfordert zu sein. Er versucht, sich aus dem Krieg herauszuhalten, aber das wird nicht mehr lange funktionieren. Er wird sich für eine Seite entscheiden müssen. Ich fürchte, er wird die falsche Wahl treffen. Hm? Warum ist er dem Kaiserreich treu ergeben? So würde ich das nicht sagen. Aber er und Ulfric sind einander schon seit Jahren spinnefeind. Und Balgruuf wird sich deshalb wohl leider auf die Seite des Kaiserreichs schlagen. Aber es fällt mir schwer zu glauben, dass Balgruuf statt Ulfric Elisef bevorzugen würde. Ihr unterstützt also die Sturmmäntel? Oder, ja, machen wir erstmal, wer ist Elisef? Sie ist wohl jetzt Jarl Elisef. Sie hatte den obersten König Torrik geheiratet, kurz bevor Ulfric ihn tötete. Das Kaiserreich unterstützt ihren Anspruch auf den Titel der Großkönigin. Ich habe eigentlich gar nichts gegen sie. Es ist ja nicht ihre Schuld, dass ihr Gatte Torrik sich vom Kaiserreich hat kaufen lassen. Aber sie ist nichts als eine Marionette des Kaiserreichs, nun da Torrik tot ist. Ulfric wird dafür sorgen, dass sie niemals als Großkönigin den Thron besteigt. Ulfric hat den Großkönig getötet? Manche sagen ermordet. Aber es war eine legitime Herausforderung, gemäß unserer Bräuche. Ulfric schimpfte ihn einen Verräter an Himmelsrand und hat ihn in einem Duell getötet. Wenn Torrik nicht imstande war, seinen Thron zu verteidigen, hat er es auch nicht verdient, Großkönig zu sein. Also gibt es momentan keinen Großkönig? Nein, so lange nicht, bis die Volksversammlung einen anderen bestimmt. Und die wird so lange nicht zusammentreten, bis eine der beiden Seiten den Krieg gewonnen hat. Aber macht euch keine Sorgen. Ulfric ist unser rechtmäßiger Großkönig. Er wird das Kaiserreich verjagen und Himmelsrand wird endlich wieder Ruhe haben. Das so einfach ist. So, das wissen wir schon. Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei ja auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Was denkt ihr über den Krieg? Das Kaiserreich war für Himmelsrand vielleicht einmal gut, aber diese Zeit ist lange vorbei. Das Verbot der Verehrung von Talos war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Überall Talmor, die Leute verschleppen, nur weil wir unsere eigenen Götter anbeten. Ich bin froh, dass Ralof hilft, sie von hier zu vertreiben. Wenn ich etwas jünger wäre, hätte ich mich vielleicht sogar selbst in die Schlacht gestürzt. Sie sieht auch gar nicht so alt aus. Liegt das an meiner Mod? Kann ich hier irgendwo frische Vorräte kaufen? Und mit Vorräten meint ihr sicher Waffen und Rüstungen. Alvor kann euch helfen. Er ist unser Schmied. Okay. Hm. Hm. Wir hatten hier gähnt. Ich hoffe, euch in Windhelm zu sehen. Ja, viel Glück. Wird sich zeigen. So, Jutti. Ich glaube... Boah, mega geil. Ja, alles mitnehmen, hat die gesagt. Zutaten, na. Kochen, weiß ich nicht. Kann ich schon was kochen? In Kochtöpfen kannst du Essen zubereiten, das deine Gesundheit wiederherstellt oder andere vorübergehende Effekte hat.
Für jedes Rezept sind bestimmte kulinarische Zutaten notwendig, die du in ganz Himmelrand findest. Ich nehme mal alles kurz hier mit. Hier haben. Zack, zack, zack. So, kann ich jetzt wenigstens was kochen? Nein, leider nicht. Okay. Ja. Oh, die haben noch ganz viel zu essen hier. Wenn das hier so rumliegt, kann ich auch nichts dafür. Dann nehme ich es auch mit, ne? Ich darf ja. So. Gut, dann würde ich sagen, haben wir... Ich hoffe, euch in Windhelm zu sehen. Viel Glück. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge an dieser Stelle und ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.